liebe Menschen, dies ist mein zweites Triatera-Blog-Video. Jeden Freitagmittag stellen wir ein neues online. Heute soll es um Pferdehaltung um die EM gehen. Allgemein geht es hier um Themen effektive Mikroorganismen, EM und Terra Preta. Und als ich mir heute zusammengeschrieben habe, was man zu Pferdehaltung und EM und Terra Preta alles erzählen kann, habe ich gemerkt, Mensch, das sind drei abendfüllende Vorträge. Mit anderen Worten, wir werden nicht alles abarbeiten können. Ich werde die wesentlichsten Punkte machen. Ganz oft werde ich angerufen von Pferdehöfen, Pferdebesitzern, die mir sagen, ja, mein Tierarzt hat gesagt, ich soll es mal mit EM probieren oder in unseren Ställen stinkt es, da soll man wohl mit ihrem Produkt was machen können, erzählen Sie mal. Und dann geht's los, dann bin ich eine halbe Stunde am Telefon und erkläre erstmal, was kann man denn mit EM und Terra Preta bei Pferden alles machen. Standardfrage, Pferdeurin im Auslauf oder in den Ställen riecht es nach Pferdeurin. Das ist so nicht ohne weiteres lösbar. Was soll ich machen? So, der erste Punkt ist EM sprühen. Bei uns wäre das das Produkt Triatera Aktiv, das normale vermehrte EM, mit dem man alles machen kann, inklusive Sprühen bei den Pferden. 1:10 verdünnt, im Pferdeschall sprühen, im Grunde sofort, also innerhalb von Minuten, ist der Ammoniakgeruch weitestgehend verschwunden. Und wenn man das, ja, wenn man es jeden Tag macht, ist das schön. Wenn man es ein, zwei Mal die Woche macht, wunderbar, dann kommt der Geruch auch nicht wieder. Der Grund dafür ist, dass der Ammoniakgeruch entsteht, wenn Bakterien, speziell Fäulnisbakterien, den Stickstoff in Ammoniak umwandeln, das entsprechend stinkt. Und wenn wir da die EMs, die Mesobakterien und Hefen dominant machen in den Böden, beziehungsweise in den Ausläufen und Stellen und in dem Mist, dann geht dieser Stickstoff nicht über Ammoniak verloren und wir haben praktisch kaum Gerüche. Zusätzlich haben wir einen besseren Pferdemist und bessere Bodenmikrobiologie dabei. Genau, das wäre so das Erste, was man mit EM machen kann. Und jetzt holen wir mal zum Rundumschlag aus. Erstens, es gibt ja inzwischen wirklich zig EM-Produkte, EM unter wahnsinnig vielen verschiedenen Namen, da kann ich schon mal sagen, das ist alles das Gleiche. EM heißt Milchsäurebakterien, Hefen und begleitende Arten gemeinsam vermehrt mit Melasse und Wasser, und da kann man jetzt nicht irgendwie das konzentrierter machen oder es ist speziell für Pferde oder es ist speziell zum Sprühen, außer dass man da vielleicht noch ein bisschen ätherisches Öl reinmacht, dass es noch ein bisschen nach Zitrus oder Lavendel riecht. Aber im Prinzip ist EM EM. Auch wenn da Pferdestallreiniger draufsteht oder dergleichen für 18 Euro den Liter, das können Sie alle vergessen. EM ist EM und EM ist das, was wirkt. Und die ganzen Spezialetiketten sind es ja nur, der Inhalt ist immer der gleiche. Die können Sie getrost ignorieren. EM, das normale vermehrte EM, EMA, EM aktiv oder Triatera aktiv, weil das von uns hergestellte vermehrte EM, das ist das, mit dem Sie eigentlich alles machen können. Vielleicht gleich noch zur Beweis, dass das auch komplett ungiftig ist. Nehme ich jeden Tag von zwei Schnapsgläser. Wunderbar für die Verdauung. Also alles, was mit EM zu tun hat, ist prinzipiell ungiftig und essbar und trinkbar und fütterbar. Die Frage, ob Sie es füttern oder essen können, hängt nur davon ab, was eben auf dem Etikett steht, wie es deklariert ist, beziehungsweise wie es lizenziert ist. Also der Inhalt ist der gleiche, aber es gibt eben Futtermitteldeklarierung, es gibt Deklarierung für Bodenhilfsstoff, wie in dem Falle, und es gibt Deklarierung für Lebensmittel, das wäre dann zum Beispiel Vitabiosa und so weiter, oder andere EM-Produkte. Also das kann sich immer unterscheiden. Was auf dem Etikett steht, was in der Flasche drin ist, ist praktisch immer dasselbe, und zwar über alle zig verschiedenen Hersteller. Mit anderen Worten, Sie brauchen nicht den Spezial-EM-Pferde-Stallreiniger oder Pferde-Spezial-EM-Futtermittel. Das ganz normale Futtermittel bzw. ganz normale EM ist für den Zweck ausreichend. So, das vorweg. Dann habe ich gesagt, EM sprühen bei den Pferden.
das ist schon mal interessant. Nicht nur, dass wir eine gute Mikrobiologie rund ums Pferd bekommen, wenn wir da EM regelmäßig 1 zu 10 verdünnt sprühen, sondern die Gerüche sind weg, wir haben eine bessere Bodenmikrobiologie, wir haben einen besseren Mist. Der Mist ist gleich mit EM besiedelt, wenn man das im Stall macht entsprechend. Und das ist auch der ideale Weg, um EM in den Mist zu bringen, dass man es sprüht oder füttert, gleich von Anfang an. Und da muss man auch keine Angst haben, das Pferd kann man gleich mit einsprühen, das ist wunderbar fürs Fell. Wir haben ganz viele Berichte von Pferdehaltern, dass das wunderbar bei Wundheilung, Sommerekzem, dämpfenden Pferden, also können Sie getrost das Pferd komplett einsprühen, das kann davon nur profitieren. Wunderbar für die Haut. Ich sprühe mich auch jedes Mal nach dem Duschen mit EM ein. Man wird das auch relativ schnell am Fell und an der Gesundheit der Tiere merken. Dann der nächste Punkt, Pferdemist. Was kann man mit dem Pferdemist machen? Und da ist mir aufgefallen, dass viele Pferdebesitzer nicht klar ist, dass ihnen nicht klar ist, wie sie den Kreislauf auf ihrem Hof, auf ihrem Pferdehof schließen können. Sprich, sie produzieren Pferdemist. Ganz oft wird der irgendwo angewendet, irgendwie der Bauer darf den abholen oder mitunter gibt es noch Entsorgungskosten, vor allen Dingen rund um die Städte, rund um die reicheren Städte oder dicht besiedelten Gebiete in Nordrhein-Westfalen oder so, ist tatsächlich so, dass ein Anhänger Pferdemist abholen, dass das noch heftig bezahlt wird und dann dreht der Pferdehof sich um, der eben gerade dafür bezahlt hat, dass sein Mist abgeholt wird und fragt sich, was mache ich denn jetzt mit meinen Pferdeweiden, da brauche ich ja Dünger. Also da ist die Verbindung nahe, selbstverständlich, wir machen den Pferdemist zu einem ordentlichen Kompost bzw. Mist und bringen den in hoher Qualität auf die Flächen zurück. Und der einzige Grund, der dagegen spricht, ist ja oftmals Wurmbelastung, dass wir da eben eventuelle Krankheiten drin haben. Und da wiederum kann EM, EM-Kompostierung, EM-Stapelmist wunderbar helfen. Folgende Methode, Stapelmist, wie die Bauer das früher gemacht haben, wie das auch bei einigen Pferdehöfen noch Standard ist, wunderbar gezirkelt, exakt senkrechte 90-Grad-Wende und nach dem Motto, halt ihn feucht und tritt ihn feste, dann gelingt der Mist aufs Beste. Nach dem Motto haben die Bauern ihren Stapelmist angelegt und diesen Stapelmist durchfeuchten, festtreten, da merkt man schon, aha, da kommt wenig Sauerstoff ran. Also im Grunde machen wir hier Silage, wieder unser typisches EM-Thema, Silage, machen Sauerkraut aus Mist. Nun wird Mist nicht mehr sauer, weil da kaum Zucker drin sind, aber durchaus die noch verdaulichen Anteile, Proteine werden zu Aminosäuren aufgespalten, Zellulose, Lignine zum Teil zu Zuckern oder entsprechend aufgespalten und ein gewisser pH-Wertabsenkung findet meist statt. Und das Ideale ist, würde sagen, heutzutage, wir müssen irgendwie EM in den Mist bringen, entweder indem wir die Pferde schon damit füttern, 50 Milliliter pro Tier und Tag, oder das ist der ideale Weg, man merkt das auch sehr schnell an der Verdauung der Tiere, dass die interessanter wird, dass die besser wird, dass die Pferdeäppel gleich lockerer werden, viel schneller zerfallen, man kommt mit dem Abäppeln auf der Weide gar nicht hinterher, so schnell zerfallen die und dann gibt es auch keine Geilstellen und so. Und dann haben wir das perfekt schon verteilte Mist. Ansonsten sprühen wir das ein, aber dann muss auch wirklich das gut verteilt werden. Das ist eigentlich das A und O, weil von alleine wandern die EMs von der einen Seite des Strohhalms nicht auf die andere Seite des Strohhalms. Also die Mikroorganismen in EM sind nicht mobil. Die muss man dahin bringen, indem man sie sprüht, gut verteilt, mit Wasser, viel Wasser hinspült. Dann erreichen wir eine Verteilung von EM. So, wir müssen also EM im Mist verteilen. Das heißt, der ideale Weg ist das schon im Stall zu sprühen oder die Pferde zu füttern oder es wirklich mit viel Wasser auf dem Mist zu verteilen. Gerade Stapelmist nach dem Motto, halt ihn feucht und tritt ihn feste, ist ein idealer Weg, um mit dem Wasser, wenn man das entsprechend mit der Gießkanne oder Wasserschlauch mal durchfeuchtet, dass man da vorher zum Beispiel gut EM drauf sprüht und dann das mit Wasser durchfeuchtet oder gleich mit Wasser und Gießkanne
und EM in der Gießkanne, dann nehmen wir dann 1 zu 200 verdünnt. Das Wasser 1 zu 100 bis 1 zu 200 verdünnt, also 50 bis 100 Milliliter EM Triatera aktiv auf die 10 Liter Gießkanne und damit den Pferdemist durchfeuchten. Dann festdrücken mit der Radladerschaufel oder mit den Stiefeln. Einige basteln sich auch Bretter unter die Stiefel und gehen darüber. Festdrücken und idealerweise dann eine Folie rüber oder gleich eine doppelte Folie, dass das wirklich gut abschließt. Beziehungsweise, wenn man das jetzt nicht jedes Mal macht, weil man jeden Tag einen neuen Mist drauf macht, dann zumindest am Schluss, wenn der Misthaufen erstmal abgeschlossen ist, dann eine Folie rüber. Dann haben wir es feucht, wir haben EM drin, wir haben Luftabschluss, das ist ideal. Und dann kann die Fermentation losgehen und dann rechnen wir 8 Wochen. Wenn es richtig warm ist, im Sommer 20, 25, 30 Grad, dann reichen auch 4 Wochen. Aber sag mal so Übergangszeit, dass wenn es jetzt alles durchfriert, zählt die Zeit gar nicht. Und Übergangszeit, Frühling, Herbst, im Wesentlichen sagen wir mal einfach die doppelte Zeit, aber auf der sicheren Seite sind 8 Wochen. Und nach diesen 8 Wochen ist der Pferdemist hygienisch. Wir haben alle negativen Bakterien dabei abgebaut. Viren und auch Parasiteneier halten diese anaerobe Fermentation für über 4 Wochen nicht aus und gehen dabei kaputt. Wir haben also dann einen hygienischen Pferdemist. Der sieht noch aus wie Pferdemist, er ist eben nur Milchsäure fermentiert, so wie Sauerkraut noch aussieht wie der Kohl, sieht ja auch noch aus Mist, noch keine Erde. Aber diesen Mist können wir jetzt direkt auf die Weiden bringen, gut verteilen, dass man mal dann 3 Tage die Pferde runter hat oder eine Woche und den Mist ausbringt. Im Prinzip können die auch drauf bleiben, die Pferde, wie auch immer. Wenn wir dann den Mist auf der Weide ausbringen, dadurch, dass er schon so wunderbar vorverdaut ist und auch für die Regenwürmer und das Bodenleben sehr, sehr attraktiv riecht, wird er sehr schnell verdaut. Sprich, die Regenwürmer und das Bodenleben kommen aus allen Ecken, aus allen Löchern, ziehen das in den Boden rein und innerhalb weniger Tage, 1-2 Wochen, ist dieser Mist eigentlich sehr stark umgesetzt und verschwunden und es kommt nicht irgendwie zu Geilstellen, es kommt nicht zu ungleichmäßigem Wachstum auf der Weide und dadurch, dass der hygienisch ist, haben wir eben doch auch diese Infektionskette der Parasiten unterbrochen. Also das wäre eine schnelle Variante, Pferdemist zu hygienisieren, vorzuverdauen und dann mit der maximalen Düngewirkung direkt auf die Weideflächen auszubringen. Es kommt öfter die Frage, kann ich nicht EM direkt auf die Weideflächen ausbringen? Ja, kann man. Das ist aber richtig Arbeit. Sprich, man kann EM Triatera aktiv auf der Weide sprühen. Auch wieder 1 zu 10, 1 zu 50 verdünnt. 200 Liter Wasser auf dem Hektar mit 10 bis 50 Liter EM, das kann man machen, haben einige gemacht. Der Punkt ist, das ist eine wahnsinnige Arbeit, wenn man nicht die richtige Technik hat und da 0, nix, so wie die professionellen, konventionellen Bauern rüberfährt, dann kostet das richtig Geld, diese Ausbringung. Und wenn man es mit der Rückenspritze macht, ist es ein Albtraum. Versuchen Sie mal mehrere Hektar mit der Rückenspritze abzusprühen. Das ist richtig Arbeit, das macht man nicht öfter als 2-3 Mal. Und ideal wirkt es eigentlich nur, wenn es wirklich mehrfach passiert, also wenn man es im Grunde 3, 4, 5 Mal im Jahr macht. Und das ist also ein Kostenfaktor oder eine Arbeit, die sich die meisten Pferdebetriebe nicht machen können. Und da gibt es dann die Möglichkeit, über diesen EM-Pferdemist, die EM schon wunderbar geschützt, eingearbeitet, eingegraben in den Pferdemist, die EMs da sehr zuverlässig auf die Fläche zu bringen. Das ist das Normale. Stapelmist mit EM auf die Weidefläche. Sprühen ist schön, aber in der Praxis wird es kaum gemacht, weil es einfach zu viel Arbeit ist. Und die nächste Variante, um das noch ein gutes Stück zu steigern, wäre dann den Mist mit EM zu einem Therapreta-Mist zu machen.
Und um das zu einem Therapretamist zu machen, müssten wir im Grunde noch Holzkohle und Steinmehl in diesen Stapelmist bringen. Auch das sollte sich ein Pferdehof gut überlegen, weil das sind richtig teure Sachen und da brauchen wir Mengen. EM brauchen wir nicht viel, da brauchen wir wirklich auf einen Kubikmeter Pferdemist, wenn es über die Fütterung kommt, ne, dann ist es sowieso schon drin, wenn man es im Stall aussprüht, ist es eh schon drin, aber wenn wir es über direkt jetzt, sag ich mal, einen Haufen Pferdemist haben, den wollen wir mit EM Wasser durchfeuchten, brauchen wir so 1 Liter, vielleicht 2 Liter pro Kubikmeter, mehr brauchen wir auf keinen Fall. Das ist eine völlig ausreichende Dosis. Also die Menge ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, das richtig gut zu verteilen, gut reinzukriegen und dann verdichten, Folie drüber. Das ist der Punkt. Gute Verteilung und dann den Luftabschluss herstellen. Die, was dann, sag ich mal, teuer wird oder richtig Masse braucht und Material braucht, ist ein Therapreta-Mist daraus zu machen. Und Therapreta-Mist, ne, wir haben gute Mikrobiologie, die haben wir mit EM hergestellt, aber dann brauchen wir 5-10% vom Volumen Holzkohle und auch noch ein bisschen Steinmehl dazu. Das heißt, wir rechnen auf einen Kubikmeter Pferdemist 50-100 Liter Pflanzenkohle und 10-20 Kilogramm Basaltgesteinsmehl. Das sind so Basaltgesteinsmehl, Urgesteinsmehl, Diabasgesteinsmehl, das ist alles das Gleiche. Die drei Sachen, EM, Pflanzenkohle und Gesteinsmehlzusätze, machen daraus nicht nur einen normalen guten Stapelmist, der schnell von den Lebewesen umgesetzt wird, sondern eher, das wird dann ein Therapreta-Stapelmist, das heißt, wir bringen Humuskeime mit der Holzkohle, die Holzkohle ist ja am Boden über Jahrtausende stabil, hat Poren, die sich wunderbar mit Mikroorganismen besiedeln und wirkt im Boden als Arche Noah für Mikroorganismen und als Humusfabrik, als Katalysator für Humus, als Humusfabrik, diese Holzkohlepartikel. Und wenn wir die entsprechend mit in den Mist bringen, dann setzen wir einen Prozess in Gang, der letztendlich über Jahre, über Jahrzehnte den Humusaufbau auf der Fläche fördert, immer mehr Humus produziert. Das ist eigentlich für Pferdeweiden zu teuer. Da ist dann jetzt, dass man da jetzt wahnsinnig viel mehr Ertrag runterholt oder sowas. Sicherlich wird man eine bessere Bodenstruktur bekommen. Man wird mit der Zeit einen Humusaufbau haben. Man wird die Fläche aufwerten. Also wenn man es irgendwann wieder verkauft, dann wird man merken, Mensch, wenn das realistisch bewertet wird, dann würde man dafür mehr Geld kriegen, weil das entsprechend höheren Humusgehalt hat, höhere Fruchtbarkeit. Aber dass man da jetzt, selbst wenn man da 10-30% mehr Ertrag runterholt von den Flächen an Heu oder so, so würde das den Aufwand doch kaum rechtfertigen. Und ist auch eben schwierig zu zeigen, weil das eben der Ertrag sowieso von Jahr zu Jahr so stark schwankt nach der Bearbeitung, nach dem Klima. Viel interessanter ist Therapreta im Sonderkulturanbau. Also wenn Sie diesen Therapreta Stapelmist zum Beispiel in Ihrem Garten anwenden, dann ist es natürlich sehr interessant, da einen ganz edlen Therapreta-Mist draus zu machen. Wenn Sie das im Sonderkulturanbau anwenden, Obst, Gemüse und so weiter, also da Gewächshaus, da ist es interessant. Da sind ja die Erträge und die Wirkungen viel massiver. Auf der Weidefläche, jawohl, wenn Sie da Lust zu haben, Ihre Weidefläche richtig stark aufzuwerten und Humusaufbau zu betreiben, dann ist das Therapreta-Mistkonzept ein sehr gutes. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Sie brauchen dann auch deutlich weniger Kalk oder gar keinen Kalk mehr auf den Flächen, weil Gesteinsmehl und Holzkohle bringt viele basische Mineralien mit, viel rundere Mischung an basischen Mineralien als einfach Kalk, weil Kalk ist im Calciumcarbonat, das hat wirklich wesentlich nur Calcium, manchmal ein bisschen Magnesium. Und Basaltgesteinsmehl enthält eine Bandbreite, eigentlich alle basischen Mineralien plus eben Siliziumoxid-Tonminerale und hat damit also eine runde Mischung an basischen Mineralien und auch Holzkohle, wo ja immer auch ein bisschen Holzasche dabei ist, enthält auch einiges an Mineralien, an basischen Mineralien. Das heißt, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man Therapreta-Stapelmist macht. Prinzipiell, wenn man Stapelmist macht, aber speziell, wenn man Therapreta-Stapelmist macht, dass man da
weniger Kalkbrot auf der Fläche. Ansonsten Tipp für die Fläche Luzerne. Wobei das jetzt, ne, hängt ein bisschen von den Pferden ab. Für einige Pferde ist Luzerne schon zu viel Kraftfutter, zu viel Eiweiß. Luzerne ist aber, wenn man fruchtbare Böden machen will, die tiefgründig sind, die humusreich sind, die viel Nährstoff haben, dann ist Luzerne ein wunderbarer Bodenverbesserer, der das quasi umsonst macht. Und gerade auf trockeneren Flächen, auf unfruchtbaren Flächen kommt er also gut in Gang. Und gerade wenn man das noch ein bisschen mit Basaltgesteins mit kombiniert, das mag Luzerne ganz, ganz gerne. Luzerne ist eine stickstoffbindende Pflanze, die extrem tiefe Wurzeln hat, also mindestens 12 Meter tiefe Wurzeln. 12 Meter, ja, 12 Meter. Das heißt, sie schließen sich praktisch überall, wo sie wachsen, ans Grundwasser an. Wenn im Sommer alles verbrannt ist von der Hitze, es 6 Wochen oder 8 Wochen nicht geregnet hat, die Luzerne ist immer grün und hat überhaupt keine Probleme, an ihr Wasser zu kommen, weil sie so ein Mega-Wurzelsystem hat. Und wenn man Luzerne eben mehrere Jahre anbaut, wird man merken, dass da so viel Nährstoffe sich im Boden angereichert haben, dass eben auch ganz viele wertvolle Pflanzen, also die Futterproduktion deutlich steigt und ganz viele wertvolle Pflanzen da wachsen. Luzerne ist interessant, vor allen Dingen auch, weil es Stickstoff bindet. Also, dass man eben kein Dünger auf die Felder, auf die Weide schmeißen muss, sondern das über Luzerne macht. Und ja, wie man das jetzt in die Weide reinkriegt, bei der Neuansaat könnte man eben ein bisschen Luzerne mit in die Mischung reinmachen. Und wenn es eine bestehende Weide ist, dann kann man eben gucken, dass man eine Schlitzsaat macht oder wenn man offene Stellen hat, dass man die zum Beispiel unter anderem mit Luzerne nachsät. Also das wäre noch so eine Variante. Aber Vorsicht, Luzerne ist wirklich ein Kraftfutter für die Steppen, Pferdetiere, für die Steppentiere, die Pferde sind, ist Luzerne mitunter, wenn die jetzt nicht hart arbeiten müssen, sogar zu kraftvoll. Also muss man wirklich aufpassen, dass man die da mit diesem zu viel, mit diesem eiweißreichen Futter nicht überfordert. Also dass man das in der Mischung nicht zu sehr übertreibt mit der Luzerne. Ja, so, jetzt haben wir Stapelmist Terra Preta, wir haben Pferdemist und den Waldkreislauf, Verdauung der Pferde. Pferde haben ja im Gegensatz zur Kuh ein relativ simples Verdauungssystem. Ne? Die Kuh, da spricht man von 4 Mägen, der nächste sagt 8 Mägen. Auf jeden Fall hat die Kuh ein super komplexes Verdauungssystem. Und man könnte im Grunde sagen, so extrem wie der Mensch ein Gehirntier ist, sein Gehirnorgan extrem ausgebaut hat, so extrem ist die Kuh ein Verdauungstier. Die komplette Intelligenz der Kuh steckt in ihrem Verdauungssystem. Weswegen Kühe durch ihren Pansen, ihren Vormagen und ihr Verdauungssystem wunderbar in der Lage sind, eine spezifische Mikrobiologie in ihrem Verdauungssystem zu züchten, auch wenn sie relativ minderwertiges, sogar schimmliges und fauliges Futter fressen. Die Kuh ist in der Lage, daraus in ihrem Verdauungssystem eine gute Mikrobiologie herzustellen, das von Bakterien und Protozoen vorverdauen zu lassen und sich eigentlich dann von diesen Bakterien und Protozoen und von deren Stoffwechselprodukten zu ernähren. Also eine Kuh isst nicht wirklich Gras oder Heu, eine Kuh frisst die Bakterien und die fressen das Gras und das Heu. Und das steuert die Kuh in ihrem Darm. Ein Pferd im Grunde ähnlich, aber ein Pferd hat lange nicht so ein komplexes und leistungsfähiges Verdauungssystem wie eine Kuh, was man schon daran sieht, dass ein Pferd eben nicht nur auf Verdauung optimiert ist, sondern in der Kuh problemlos davonlaufen kann. Also definitiv auch auf noch Fortbewegung optimiert ist und auch auf noch andere Prozesse. Sprich, ein deutlich einfaches Verdauungssystem. Im Wesentlichen, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da einen riesigen Blinddarm, so wie wir auch einen Blinddarm haben, der bei uns auch eine gewisse fermentative Rolle spielt. Ganz so unwichtig ist er gar nicht. Aber beim Pferd ist der quasi als das Hauptsystem der Verdauung ein riesiger Blinddarmsack, in dem ja fast ungesteuert eine Fermentation des Futters stattfindet. Und das Pferd hat aber nicht so gut die Möglichkeit, die Mikrobiologie zu steuern. Wenn das Pferd schlechtes Futter kriegt, schimmliges Futter, fauliges Futter, dann ist die Kacke am Dampfen, dann gibt es richtig Probleme. Das Pferd hält das also nicht aus.
Dementsprechend ist die Qualität des Futters für ein Pferd also ganz entscheidend. Und eine Möglichkeit, die Mikrobiologie des Pferdes in der Verdauung gut zu beeinflussen, ist, Mikroorganismen zu füttern. Wie sie ja normalerweise auch auf dem Gras, auf dem Heu sitzen würden, die Mikroorganismen, wenn es gute Qualität hat, so kann man sie auch direkt in der Fütterung anwenden. Und da benutzen wir 50 Milliliter EM pro Tier und Tag. Man kann auch 100 Milliliter füttern, wenn es dem Pferd mal ein bisschen schlechter geht und das einen extra Boost braucht. Aber 50 Milliliter pro Tier und Tag ist eine gute Dosis. Das wird man relativ schnell merken, dass die vitaler sind, dass die mehr Freude haben am Reiten, am Arbeiten, dass die, dass das Fell, das merkt man so nach 2 Wochen, dass das schöner wird und so. Also das sind so unsere Erfahrungsberichte, die wir zurückbekommen haben. Und ja, es gibt natürlich 1000 Pferdekrankheiten. Das muss man dann jeweils wahrscheinlich individuell mit seinem Tierarzt abklären. Auf jeden Fall kann man mit EM erstmal nichts falsch machen. Das ist wie Silage, wie Heulage. Also das sind jetzt keine irgendwie anderen Bakterien als in der normalen guten Silage oder Heulage. Nur eben eine gute Konzentration und eine sehr starke Symbiose zwischen diesen Bakterien. Von daher, falsch macht man damit nichts. Und man flutet das, oder da flutet man, man bringt diese gute Mikrobiologie in das Verdauungssystem der Pferde und das verbessert die Futterverwertung. Man wird aufpassen müssen, dass man noch weniger Kraftfutter oder gar kein Kraftfutter mehr füttert. Die können wirklich aus dem Heu noch mehr rausholen und man kann das eben dann an allen möglichen Prozessen sehen beim Pferd. Noch eine schöne Variante ist es, wenn man sein Futter selber macht oder darauf Einfluss hat, wer einem das Futter macht und wie er das macht, also das Heu oder die Heulage oder die Silage für die Pferde, dass man in das Heu, in die Heulage, in die Silage EM als Siliermittel bzw. auch in das Heu mit reinmacht. Ja, auch ins Heu. Obwohl das so trocken ist, wollen wir da auch EM reinsprühen. Und das ist eigentlich eine simple Technik. Wir rechnen mit 1 Liter EM pro Tonne Silage bzw. Tonne Heu. Gut ist es, wenn man das noch mit 1-2 Litern Wasser verdünnt, gut verteilt. Und die meisten Lohnunternehmen, Landwirtschaftsbetriebe haben Technik, die eine, zum Beispiel bei Heueinbringtechnik, dass die einen Aufnehmer haben, auf dem eine Sprühdüse dosiert ist, ein Tank an dem Ballenwickler und dass man dann entsprechend da EM dosieren kann. Ansonsten gibt es Dosiertechnik, dass man das gleich auf den Aufnehmer bei der Heuproduktion, bei der Heulageproduktion machen kann. Das ist eigentlich das Beste. Wenn man das nicht kann oder wenn man ein richtig kleiner Betrieb ist, ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben das beim nach dem Wenden, wenn das Heu zum Aufnehmen bereit in rein auf dem im Schwartlicht auf dem Feld, dass man das dann mal mit der Rückenspritze rübergeht und sprüht, okay, das kann man auch machen. Ansonsten eben über normale Technik, die Landwirtschaftsbetriebe haben die Technik, um das mit rauszubringen. Genau. EM ist ein wunderbares Siliermittel. Das ist auch eine der wenigen Sachen bei EM, die sehr gut wissenschaftlich untersucht sind. Da hat eigentlich jedes wissenschaftliche Institut in Österreich, in Holland, in Deutschland mal EM als Siliermittel untersucht und ich ja auch. Ich habe meine Diplomarbeit über EM als Siliermittel nicht nur geschrieben, sondern wir haben richtig Untersuchungen gemacht im Vergleich mit anderen Siliermitteln auch und ohne Siliermittel und kurz gesagt, EM ist ein Spitzensiliermittel. Also kann sich mit den allerbesten Siliermitteln auf dem Markt messen und gerade bei trockenen Silagen, das ist uns aufgefallen, also Richtung Heulage, kann EM noch eine gute Anläuerung, eine gute Fermentation und Stabilität der Silagen bewirken. Und speziell die Stabilität der Silagen, das heißt, wenn man die aufmacht, dass sie nicht anfangen zu schimmeln. Das ist das Interessante bei EM, das Futter wird nicht warm, es schimmelt nicht. Und das funktioniert auch bei Heu. Also ganz genauso wie bei der Heulage oder bei der Silage funktioniert das bei Heu, dass wenn wir EM reinsprühen ins Heu,
dass sich da Schimmelpilze und andere Mikroorganismen nicht entwickeln. Man sieht das oft schon an der Farbe, das ist viel, sieht viel frischer, viel grüner aus, wenn da EM reingesprüht wurde. Es entwickelt nicht diesen Schimmelstaub, was wunderbar ist für die dämpfenden Pferde. Also es ist auch wunderbar für die Lungen der Pferde und für das Stallklima. Und ein interessanter Nebeneffekt noch, mit EM werden die Heuballen nicht heiß. Also auch funktioniert übrigens auch bei Stroh. Also wenn man EM sprüht auf Heu, dann hat man ja immer das Problem, was heißt das, immer das Problem, aber es passiert ja hin und wieder, dass mal eine Scheune abbrennt. Oder dass einfach Strohballen, Heuballen anfangen sich zu entzünden, und das hängt damit zusammen, dass im Kern, wenn noch ein bisschen Feuchtigkeit da ist, bakterielle Tätigkeit, da entsteht mitunter so viel Hitze, 60, 70 Grad und mehr, wenn die Enzyme dann losgelassen sind, dann tatsächlich kann sich so ein Heuballen in der Scheune oder auch auf dem Acker, wenn die dann dicht gelagert sind, können sich entzünden und können die Scheune abfackeln. Und interessanterweise passiert das, also wissen wir, dass EM diese Temperaturerhöhung im Ballen deutlich senkt, 10 Grad und mehr. Sprich, EM ist eine Kontermikrobiologie, die diese innere Erhitzung vermindert, was natürlich heißt, dass wir haben da weniger Schimmel, wir haben da weniger Nährstoffverluste, wir haben da weniger Staub, der entsteht, und in den seltenen Fällen, in denen die Scheune dann tatsächlich mal abbrennt, brennt sie mit EM dann eben nicht ab, weil dieser Prozess nicht ins Überschießen kommt. Genau, das zu Heu und Silage mit EM. Und das ist natürlich der eleganteste Weg, um EM ins Tierfutter zu bringen, weil man einfach ganz, ganz wenig dafür braucht. Wir rechnen mit einem Liter pro Tonne Siliergut oder Heu. Und das heißt, ja, im Vergleich zu dem, was man direkt füttern würde, ist das erstmal deutlich weniger. Und der Effekt ist sogar noch größer, weil die sich natürlich im Heu in der Silage stark vermehren. Also von daher, der Anwendung über Heulage und Silage ist ein idealer Prozess. Aber sonst ganz normal füttern, EM 50 Milliliter am Tag, hat auch schon diese Wirkung. Es gibt eine Reihe von EM-Futtermitteln auf dem Markt mit Körnern, ne? Körner, Bokashi. Kann sich ja mal mein Bokashi-Video angucken, da habe ich das auch erläutert, dass es da auch Futtermittel gibt. Im Grunde kann man eben auch aus Schrot, aus Körnern, aus Kraftfutter für Pferde oder auch für andere Tiere, kann man das Milchsäure fermentieren. Also man feuchtet das an mit EM, macht das in Eimer, lässt das 4 Wochen fermentieren, dann ist es sauer. Dann hat man ein sogenanntes Pferdefutter, Bokashi-Futter. Und kein Scherz, 750 Gramm, 18 Euro und solche Preise, wow, da schlackere ich mit den Ohren. Das ist nicht nötig. Das ganz normale EM funktioniert. Man muss nicht diese super teuren Sachen sind. Das ist nicht, dass die irgendwie wahnsinnig viel besser funktionieren oder so. Das Wichtige ist, dass die EM-Mikroorganismen reinkommen. Und wenn man die Möglichkeit hat, über Heu oder Silage, aber das reicht eigentlich. Jawohl, damit haben wir doch fast alles geschafft. Noch alle möglichen Krankheiten. Das sind Erfahrungsberichte. Ich habe hier zum Beispiel einen Pferdehof in der Prignitz, wo eine Pferdefrau gerne damit arbeitet. Und die behandelt zum Beispiel Strahlfäule mit EM. Pur heteraktiv, das sind ja so faulende Löcher in den Hufen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen, ich höre es immer nur am Telefon oder bei den Zusammenkünften. Pur EM rein, so tief es irgend geht mit der Spritze, und das zieht sich zurück, der Huf wird wieder hart und schön. Dämpfende Pferde, das ist ja eine Lungenkrankheit, die durch Schimmelstaub kommt oder dadurch zumindest verschlechtert wird. Das heißt, da gibt es zum Beispiel eine Heilpraktikerin in Falkensee, die hat uns erzählt, dass sie das gemacht hat mit EM und EM in der Fütterung und EM-Sprühen im Stall. Und eventuell eben auch direkt über das Futter sprühen, wenn das Futter schon belastet ist mit Schimmelstaub. Sommerekzem ist ein Thema. Also alles, was im Grunde mit Haut zu tun hat, inklusive Wunden und eben Sommerekzem, da
gibt es Berichte auch im EM-Journal zum Beispiel, dass man wunderbar da EM drauf machen kann, also pur. Und mehr will ich gar nicht verraten, probieren es einfach. Kolik, im Grunde eine Verdauungsstörung, da spielt die Mikrobiologie natürlich eine ganz große Rolle. Ganz interessant. Hufrehe geht schon in Richtung Stoffwechselkrankheit. Das ist eine langsame Geschichte. Das ist nicht so, dass wir heute EM anwenden und morgen ist das vorbei. Sondern das braucht eine gewisse Zeit. Dann muss man vielleicht auch auf die Futterqualität achten, umstellen. Vor allen Dingen, dass sie eben nicht so viel Kraftfutter kriegen und so. Und dann natürlich die Mikrobiologie in der Verdauung. Genau, vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande. Das zweite Produkt, was ich hier stehen habe, das ist Zeolithgesteinsmehl. Das ist auch ein Zeolithgesteinsmehl, was wir als Bodenhilfstoff verkaufen. Sprich, Zeolith ist ein Vulkanaschegestein, im Grunde wie Heilerde. Also es hat eine große Oberfläche, die genauso wie Heilerde, Tonerde, negativ geladen ist und auch ganz viel in der Fütterung eingesetzt wird, ganz viel, aber auch zum Beispiel für Teiche, für Kompost, in der Lebensmittelverarbeitung und so weiter, hat ganz viele Anwendungen. Und es gibt eine ganze Reihe von Steinbrüchen und wie bei EM im Grunde ähnlich, wenn Zeolith draufsteht, ist es in Ordnung. Man muss nur noch auf die Korngröße gucken, aber es gibt kein verseuchtes Zeolith auf dem Markt, wo irgendwelche Mengen an Giften drin sind, oder dass da jetzt die Qualitäten von Zeolith wahnsinnig unterschiedlich wären. Zeolith ist definiert als 85-95% Anteil dieses speziellen Minerals, dieses Kugelminerals, Clinoptilolith, Siliziummineral, und das ist für die Wirkung verantwortlich und dann funktioniert das auch. Genau. Und wir setzen Zeolith, wie gesagt, ein für Teiche, für Mist, für Boden und Kompost, ist auch Teil unserer Triaterra-Streu. Es gibt aber auch Zeolith für der Pferdefütterung und das hat die gleiche Korngröße, 50 bis 100 Mikrometer vermahlen, in dem Fall ist das 50 Mikrometer, also feiner Staub, auf feine Staubgröße gemahlen. Und wenn das in die Verdauung kommt, dann speziell, wenn es auch zusammen mit EM kommt, hat das eine ergänzende Wirkung, weil es EM auf der einen Seite bringt die gute Mikrobiologie mit und das Zeolith bringt eine große Oberfläche mit, die negativ geladen ist. Die Mikroorganismen setzen sich da gerne drauf, wirken in dem Sinne noch viel besser, weil die Mikroorganismen gerne auch nicht irgendwie in der Suppe schwimmen, sondern irgendwo drauf sitzen und von da arbeiten. Und das Zeolith nimmt alle möglichen Giftstoffe aus der Verdauung mit. Sprich, Schimmelgifte sind ein Thema, jawohl, das wird aus der Verdauung mitgenommen. Wir setzen das zum Beispiel auch viel bei Kühen und Schweinen und so weiter. Aber nicht nur Schimmelgifte, auch Bakteriengifte von Clostridien zum Beispiel, aber auch Schwermetalle, spielen jetzt beim Pferd wahrscheinlich eher nicht so die Rolle, werden sehr gerne aufgenommen und Ammonium. Ammonium ist ein Stoffwechselprodukt, was das Pferd sehr gut entlastet, Leber, Niere entlastet, wenn das aus der Verdauung mitgenommen wird. Da gibt es also entsprechend Zeolith-Futterprodukte, die sich mit EM wunderbar kombinieren lassen. Zeolith und EM, das sind wirklich zwei Sachen, die wunderbar zusammenpassen von der Wirkung in der Verdauung. Genau, damit haben wir eigentlich die wichtigsten Themen in der Pferdehaltung abgehandelt, sprich EM sprühen, 1 zu 10 verdünnt, EM füttern, 50 Milliliter pro Tag, EM Stapelmist, 1 bis 2 Liter pro Kubikmeter, und dann feucht halten, festtreten, Folie rüber, 8 Wochen, dann direkt ausbringen, und EM und Therapreta Stapelmist, dann heißt, da kommt noch Holzkohle und Basaltgestein mit rein, entweder in Form von Triaterra-Streu. Das wäre die Variante hier. Das haben wir, die 10 Liter Beutel für 18 Euro. Wie gesagt, da brauchen wir 50 bis 100 Liter pro Kubikmeter. Oder eine etwas günstigere Variante ist, wenn man das quasi einzeln kauft, Basaltgesteinsmehl und Pflanzenkohle haben wir auch einzeln im Shop. 40 Liter Pflanzenkohle, 25 Euro. 12 Kilo Basaltgesteinsmehl, 12 Euro. Da kommt man schon weit mit. Genau. Ja,
Wenn ich das nächste Mal zu Pferden und EM angerufen werde, dann kriegen Sie erstmal dieses Video von mir geschickt und dann haben wir wieder eine halbe Stunde gespart. Und ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen zu EM und Pferdehaltung und Therapreta beantworten. Und besonders viel Freude würde es mir machen, wenn immer mehr Pferdebetriebe ihren eigenen Mist wirklich auf ihren eigenen Flächen verwenden und somit den Kreislauf ihrer Pferdehaltung schließen und letztendlich ihre eigenen Böden, ihre eigenen Weiden und Böden besonders mit der Zeit dann humusreicher machen, aufbereiten und fruchtbarer machen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Freitag.